If I was you, I'd be dying to be a reflection of the person that you're seeing in me, like I was born in the blue. Hallo Hähnchen, Rico hier vom Quad4Nation Channel und wir spielen wieder Super Mario World. Ich würde mal sagen, tauchen wir einfach mal ein. Wir haben ja das letzte Mal den Vanilledom gemacht und ich möchte nur mal kurz ansprechen, dass das auf einmal ja alles so hübsch ist. Ich habe in meinem Emulator ein paar ganz interessante Einstellungen gefunden, durch die das Ganze doch jetzt einen guten Tacken schicker aussieht und hochskaliert ist quasi. Ich würde sagen, das sieht richtig schön aus und wir sind jetzt scheinbar in der Cheese Bridge Area, also in der im Käsebrückenbereich. Ich würde mal sagen, den machen wir gleich mal. Oh ja, an das Level erinnere ich mich. Okay, wir haben jetzt so ganz viele sich bewegende Plattformen, die wir jetzt alle ins Rollen bringen können. Die sich alle unterschiedlich schnell auch vor allem bewegen. Die hier oben ist irgendwie immer die langsamste. Wenn ich das recht in Erinnerung hatte. Ja, den Dinger kann man spin-jumpen, das weiß ich noch. Den Block habe ich nicht erwischt. Hey, das habe ich überlebt. Wie auch immer. Ja. Ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass es ab jetzt keine Probleme mehr mit Aufnahmen gibt. Ich habe hier eine Fliege im Raum, die macht mich wahnsinnig. Dass es ab jetzt keine Probleme mehr mit Aufnahmen gibt. Tobi hat mir da zum Glück einen schönen neuen Emulator gezeigt, den ich benutze. Ja, das wären dann meine Flügel für meinen Yoshi, den ich jetzt gerade nicht dabei habe. Wäre auch sonst echt easy, das Level. Ab jetzt könnte ich es eh skippen. Also, alles. Eine Röhre. Führt die uns vielleicht zum Secret Exit? Wer weiß, wer weiß. Wow, diagonale Bullet Bills. Das war ziemlich blöd, ich bin ein Dovian. Gut. Das war dumm. Aha, wir nehmen den Pilz und dann klicken wir hier drauf. Ne, warte, das war die falsche Box. Hier, dann hauen wir hier drauf und dann kriegen wir unser Cape wieder. Dadurch, dass da unten nichts war, denke ich jetzt einfach mal, dass sich das weiterhin bewahrheiten wird. Und gehe hier deswegen einfach mal getrost weiter. Ich denke mal, man würde dann hier rauskommen. Oh, ich habe ganz ekelhaftes Screen Tearing. Sekunde. Ich habe was geändert an den Einstellungen. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Ich sehe es jetzt nicht mehr. Nein. Ich sehe es jetzt nicht mehr ganz so heftig. Ich glaube, das ist jetzt weg. Ich hoffe es einfach mal. Da habe ich gerade auf den zweiten statt den ersten Bildschirm geachtet, um mir anzugucken, wie die Aufnahme aussieht. Ups. Hat keiner gesehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine FPS jetzt irgendwie darunter leiden. Dass ich so kleine Hänger habe. Hm. 2000 Jahre später. Keine Ahnung, wie sich das jetzt beläuft, aber ich lasse es jetzt so. Ist mir zu blöd. Ach Mann. Was? Warum falle ich denn runter? Ich hab doch... Was? Das macht keinen Sinn. Ich will mein Geld zurück. Hier ist nicht alles okay im Start der Dänemark. Das ist heute irgendwie keine sehr zufriedenstellende Folge. Ja, und es tut mir auch leid, dass das jetzt eine Zeit lang nicht mehr kam. Ich musste nämlich, dadurch, dass ich einen neuen Emulator gewählt habe, das Spiel bis hierhin nochmal komplett spielen. Ja. Das war natürlich ein bisschen frustrierend und hat eine Weile gedauert. Vor allem... Mann, warum bin ich denn so unprofessionell heute? Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass ich halt jetzt die Tage ein bisschen was um die Ohren hatte. Punkto Klausuren. Diesmal halte ich mich nicht fest, weil ich wieder ein Idiot bin. Kann noch eine Weile dauern, bis ich diesen extrem simplen Level schaffe. Das kann echt noch eine Weile dauern. Ich meine, ist ja auch ein ziemlich schwerer, simpler Level, ne? Ganz hoch. Okay, runter. Ganz runter, ganz runter. Dazwischen durch. Wunderbar. Hoch, hüpfen. Alles klar, das haben wir geschafft. Hat ja auch nur gefühlt 5, 6, 7, 8 Jahre gedauert.
Ja, ich versuche das Bild noch weiterhin schöner zu machen. Ich wollte nur jetzt mal wieder endlich Super Mario World bringen, weil das jetzt so lang her ist. Und wir sind auf dem Cookie Mountain und wir kriegen erstmal wieder voll ins Gesicht. Das ist aber kein Keks. Das sah eigentlich eher so nach Tod und Verderben aus. Dabei wollte ich doch einen Keks. Mann. Naja, gut. Kriegen wir halt keine Kekse. Ich muss jetzt zwar ganz doll weinen, aber das unterdrücke ich bis zum Ende der Aufnahme. Das kann ich. Ich bin schon ein großer Junge. Autsch. Geht's hier rein? Nein. Hier sieht man mal ein paar ganz interessante Dinge zu Super Mario World. Wenn zu viele Sprites auf dem Bildschirm sind, kommt das Spiel einfach nicht hinterher. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Aber es ist wirklich immer wieder amüsant zu sehen, wie häufig das einfach passiert. Selbst im Vanilla-Spiel ist es eigentlich ein bisschen dreist so. Ich habe damit kein Problem, weil das ist ein super Spiel. Ich liebe es wirklich. Nach links! Das widerspricht aber sämtlichen meiner Prinzipien. Oh Gott, nicht dieser Fisch. Nicht diese Fische. Nein! Ich hasse diese Fische. In diesem Wasser zu springen, in diesem Layer 3 Wasser zu springen, also das ist schon echt komisch. Und dann auch noch diese Fische. Nee, danke. Ich habe gerade gesehen, das Level hat eh nur einen Exit, also gehen wir da jetzt einfach mal nicht lang. Ja. Wir nehmen uns jetzt einfach mal so eine Feuerblume, die in einem der Blöcke ist. Das geht dann einfacher. Das ist mir gerade aufgefallen, dass da lila Blöcke waren und ich meine, das sind Feuerblumen. Ein Yoshi gibt es hier sogar. Mein Gott, gut, dass ich das weiß. Das wusste ich natürlich. Gott, es ist ein bisschen her, dass ich die mittleren Level von Super Mario World gespielt habe. Und der kackt erstmal eine... Okay. Interessant. Ja, da haben wir unsere Feuerblume. Kann ich mich da reinsetzen? Nein. Verdammt. Ich hätte fast den Yoshi-Unbesiegbarkeit ausnutzen können. Ich liebe meinen Kazoo. Das ist herrlich. Wunderbar. Und dann geht es in Ludwigs Schloss. Doch das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Das war dieses Mal eine etwas kürzere Folge, glaube ich. Hoffe ich. Ich weiß es nicht ganz. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video auf Quattro Nation. Bleh.